Einen wunderschönen guten Morgen am Samstag. Wir sind recht entspannt in den Tag gestartet. Deswegen kann man schon fast sagen Mittag. Wir haben nämlich schon 20 nach 11. Ich war jetzt gerade unten im Keller, habe die Wäsche gemacht. Zwei Maschinen Wäsche steht jetzt hier, die ich jetzt zusammenlege. Die anderen zwei Maschinen sind jetzt im Trockner. Muss gleich noch die Babywäsche machen. Also heute ist irgendwie gefühlt nur noch Wäsche. Ja, aber die Großen sind auch schon fertig für heute und spielen auch schon fleißig im Zimmer. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Die Toni-Box läuft nämlich auch schon. Und ich werde jetzt mal schauen, dass ich hier so schnell wie möglich jetzt die Wäsche gemacht bekomme. Und halt auch noch die Babywäsche dann hinterher. So, die Wäsche ist fertig. Hab alles zusammengelegt und auch schon weggeräumt. Und jetzt geht's hier ins Babyzimmer. Ja, was möchtet ihr denn jetzt hören? Die Mäuse sind hier schon am Spielen. Luca hat sich da wieder am Tisch gesetzt und malt. Deswegen habe ich die Malsachen auch da liegen lassen. Weil ich genau weiß, dass die immer zwischendurch irgendwie sich dann hinsetzen und einfach mal malen und stickern. Und Elisa spielt hier unten mit den Büchern. Was möchtet ihr für eine Toni hören, ihr zwei? Ich muss das Bett noch von dir machen, Elisa. Möchtest du die Kiste haben? Nein, also. So. Einmal dein Bett noch machen. Also König der Löwen wollt ihr nicht mehr hören? Nee. Was möchtet ihr denn jetzt hören? Ja, aber jetzt darf Elisa aussuchen, ne? Was möchtest du denn für ein Teil haben, Eiskönigin? Eins oder zwei? Eins? Okay. Die Kleinen sind heute alle im gleichen Outfit wie beim letzten Mal. Ich habe die auch noch nicht umgezogen, die Mäuse. Das werde ich heute auch nicht machen. Die können so bleiben. Erstmal noch. Ne, mein Schatz. Mein süßer Milan-Schatz. Ja, und hier ist der süße Mika. Süße Rübe. Und hier sind die zwei Mädels. Die zwei Mäuse. Ja, wie gesagt, Luca malt. Und hier haben wir so Figuren. Haben wir hier bekommen. Die waren im Ü-Ei drin. Ne? Die findet Luca auch ganz toll und spielt da auch super gerne mit. Und ich werde jetzt mir die Babysachen schnappen und die machen. Ich überlege gerade, ob ich die eben schnell hier zusammenlegen soll. Ich denke, so viel ist das nicht. Warum mache ich das eigentlich immer zu? Das wird ja sowieso benutzt. So. Dann würde ich sagen, lege ich jetzt auch direkt mal los hier und mache noch schnell die Babysachen. Dann bin ich aber hier bei den Mäusen und kann mich um die zwei kümmern, wenn es sein muss. Babywäsche ist jetzt auch fertig und wir sind gerade dabei hier am Spielen.
Die haben das Memory-Spiel wieder gefunden, die zwei. Das ist jetzt nicht das komplette Spiel. Ich habe da immer so 14, 15 Paare rausgeholt. Elisa führt aktuell. Sie hat doch schon 3 Paare gefunden. Und du bist wieder dran. Das sind die? Genau, die Stifte. Was meinst du, wo die Stifte sind? Ach nein, da ist die Katze. Und jetzt ist Luca dran, ne? Luca, du darfst. Oh, da ist die Schnecke. Und was meinst du, wo die andere Schnecke ist? Ah, da ist der Hund. Müssen wir das wieder umdrehen? Jetzt bin ich dran. Ja? Ich habe bis jetzt nur ein Paar. Oh, versuchen wir es mal hier. Ah, die Schnecke. Ich glaube, die Schnecke war da. Oder war die da? Versuchen wir es mal. Ja! Yippie! Ich habe endlich wieder ein Paar bekommen. So, und jetzt darf ich nochmal, ne? Ja, dann nehme ich das hier. Ach, schaut mal, was ist das? Genau, eine Eule. Und dann schauen wir mal, ob ich die Eule vielleicht finde. Ach nein, was ist das? Richtig, eine Schlange. Genau, drehen wir die wieder um und dann ist Elisa wieder dran. Oh, was ist das? Eine Taschenlampe, genau. Was meinst du, wo die zweite Taschenlampe ist? Ah nein, da ist die Katze. Luca, du bist dran. Oh, oh, Luca. Wo ist die zweite Katze? Da? Oder da? Nee, hier? Ja? Wow, super, Luca. Bitteschön. Das nächste Paar. Jetzt darfst du nochmal. Das ist ein Baum. Ach nein, schade. Eule und Baum passen nicht, ne? Drehen wir wieder um. Und jetzt darf ich. Oh je, jetzt darf ich. Eieiei. Ah, ich hab's. Da. Eule und Eule. Meins. So, jetzt darf ich nochmal. Ach, das ist die Schlange. Oh, da habe ich aber Glück gehabt, sag mal. Schauen wir mal weiter. Ah, das ist der Baum. Wo ist der Baum? Hm, der ist da, ne? Der Baum. Oh, darf ich? Da sind doch noch genug, Elisa. Da kannst du noch auf jeden Fall gewinnen. Ach, siehst du? Klappt nicht. So, jetzt bist du dran. Ich habe schon ganz gut vorgearbeitet hier. Aber wie gesagt, es sind halt eben nur ein paar Paare. Also nur so 15, 16 Paare. Und halt hauptsächlich so große Symbole, wie halt jetzt zum Beispiel den Baum oder die Katze oder eine Tomate, eine Erdbeere oder hier die Uhr. Also etwas, was wirklich auch die Kleinen dann halt erkennen können, beziehungsweise halt die Paare auch finden können. Ja. Du bist dran. Ja. Ja, super, Elisa. Gut. Jetzt räumt Elisa auf. Das Schiff. Wo haben wir das Schiff gesehen? Das hatten wir auch gerade, ne? Wow, Elisa. Super. Und das ist der Hund. Perfekt. Super. Elisa hat gewonnen. Nicht traurig sein, Luca. Vielleicht gewinnst du beim nächsten Mal, ne? Sollen wir nochmal spielen? Ja? Dann müssen wir aber ganz doll mischen. Das mache ich jetzt, ja? Dann mische ich jetzt mal eben schnell. So, ich bin doch jetzt gerade tatsächlich aus dem Kinderzimmer geschmissen worden. Die zwei wollten unbedingt nochmal eine Runde spielen und zwar alleine. Milan ist ein bisschen quengelig geworden, deswegen habe ich den
hier auf der Arme, ne, kleiner Mann. Und die letzte Session hat wieder Elisa gewonnen. aber Luca war diesmal echt gut gewesen. Der hat sie doch gut aufgeholt. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier aus diesem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns heute zu begleiten. Ich wünsche euch allen einen schönen Start in die neue Woche. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video gesehen habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns definitiv ganz, ganz bald wieder. Ne? Ja, also bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüss.